Ja, und schönen Tag zusammen. Ja, ähnlich. Ich glaube, wir haben wirklich eine gute Ballkontrolle gehabt in der ersten Halbzeit, haben Gegner laufen lassen, hätten hier und da ein bisschen zielstrebiger nach vorne agieren können, aber dennoch haben wir vier gute Chancen in der ersten Halbzeit, im Freilauf von Matze Moris. Ja, die Lattenchance hat Rüdi angesprochen, haben ein, zwei Chancen zugelassen, einmal hält Bernd es gut, hat Rüdi schon angesprochen, klar. Ja, zweite Halbzeit, ja, machen wir aus, mehr oder weniger aus dem nächsten 1-0 mit einer guten Aktion von Matze Moris. Aber Gegner klar ausgerutscht, haben aber dann nach Mainz 0 die Schnittstellenpässe nicht gut verteidigt, den Flügel nicht gut verteidigt, mussten aufs Foul spielen, wollten mit zwei frisch zentralen Leuten das Ganze ein bisschen besser auffangen, ja, kriegen am Standard das 1-1 und beim 2-1, das darf nicht passieren, dass wir nicht schalten, wenn ein Spieler bei uns am Boden liegt, dass wir nicht durchschieben, dass wir nicht zu Ende spielen und das ist dann schon ärgerlich, dass wir dann 2-1 kriegen. Die Art und Weise ja, war nicht optimal. Ja, und die Mannschaft hat gewollt, aber wie gesagt, bei den Temperaturen nach so einem Umbruch, ja, so gegen so einen Gegner, so in den 7 Spielen nochmal zurückzukommen, ist schwer. Aber die Mannschaft hat alles probiert. Leider denke ich, dass wir vielleicht zu Unrecht auch ohne Punkt da stehen. Ich denke, ein Punkt wäre gerecht gewesen.